Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Soul Silver Exchange. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und der Guru hat uns hier rausgelassen. Wir sprechen mit Professor Eich und ich glaube, das bedeutet, dass wir es tatsächlich geschafft haben, Leute. Wir haben die Pokémon-Liga geschafft. Puh, nice. Oh, Claudia, also irgendwie wirkst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch bitte mal eben. Ich rüste ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. Oh, nice. Yo, damit können wir jetzt mehr Pokémon fangen. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Dex zu vervollständigen, aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Hoppla, schon so spät. Im Radiosender von Dukatia City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort in einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass mich einen Blick auf dein Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Oh yeah. Erich ruft mich direkt an hier. Gestern war ich in Neuborgia, da traf ich eine Dame, die dir sehr ähnlich sah, Claudia. Was? Die Dame war deine Mutter? Ah, hätte ich mir doch fast gedacht. Ich wette, deine Mama ist sehr stolz auf dich nach dem, was du alles erreicht hast. Hey, sieh's mal so, ich wäre auch stolz, wenn ich deine Mama wäre. Also dann, bis zum nächsten Mal. Okay, Erich ist irgendwie strange. Leute, das ist dieser Fehler jetzt wieder gekommen. Aber pass mal auf, Leute, ich weiß jetzt, wie ich das umgehen kann. Ich muss meine Aufnahmen jetzt nicht mehr abbrechen, soweit ich weiß. Es ist mal eben ein Probelauf. Ich speichere den Spielstand mal eben. Und dann muss ich quasi eigentlich nur die ROM neu starten. So, lass mich mal eben schauen. Zack, ROM wird neu gestartet. Ich speede mal eben, sorry. So, normal ist ja Speeden nicht erlaubt, aber hier am Start ist es, denke ich mal, okay. Ja, genau, siehst du? Okay, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, wir gehen jetzt an Bord der MSN und dann geht's nach Kanto, ne? Richtig? Willkommen auf unserem Schnellpunkt der MS Aqua. Ach, stimmt. Hast du ein Ticket? Claudia zeigt das Bootsticket. Super, du hast ein Ticket. Wir legen bald ab, also beeil dich besser. Na los, husch! Okay, dann gehen wir mal hier rauf und dann sind wir auf der MS Aqua. Und ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas Besonderes gibt, was wir nur hier bekommen können. Blablabla, das ist das Pokémon-Team. Norbert ist gerade weg, denn Goro wollte wahrscheinlich fliegen. Seifo 46, Ira 46, Sean 48, Laplace auch 48. Der Laplace hat sehr gut gelevelt gegen die Dragorans. So, alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Danke. Dann können wir jetzt ja loslegen hier. Die MS Aqua fährt nach Kanto. Endlich haben wir es geschafft, Leute. Die Pokémon-Liga ist geschafft. Und es geht nach Kanto für uns. Wer ist das denn? Entschuldigung, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal in die ganzen Räume hier. Ich weiß nicht, ob hier überall... Oh yeah, hier lauern überall Trainer auf uns. Das ist doch schon mal sehr schön. Bist du allein? Dann lass uns kämpfen. Ist das ein Wanderer? Oder? Ja, sieht so aus. Der Wanderer Theodor mit einem Bronzel. Oh, das ist wieder so ein Stahlkack. Stahl, Stahl, Stahl. Eis trifft neutral zumindest, glaube ich, ne? Ich hoffe es. Na, ist nicht sehr effektiv, okay. Vielleicht ist es, ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Stahlgestein oder so? Wir probieren mal einen Surfer. Mal gucken, wie der so wirkt. Wenn er jetzt wirklich Stein als Nebendings hat, dann sollte das mehr Schaden machen als ein Eisstrahl. Ja. Er wurde besiegt, war ein neutraler Treffer. Und es gibt wieder ein bisschen Dingens. Ja, wir wollen das Pokémon mal wechseln. Und zwar auf Seifo. Ich hätte jetzt behalten können, weil das wäre eine Vierfachschwäche gewesen. Aber Seifo hat immerhin auch eine Einfachschwäche gegen dieses Geowazier. Da es Gestein ist. Und ich denke, ein Kreuzi regelt dann den Shit hier. Zack. Ich weiß echt nicht mehr genau, wann Seifo sich entwickelt. Ich hab... Ach Gott, das gibt's doch nicht. Und ein Erdbeben. Immerhin keine Explosion oder so. Das wäre es jetzt noch geworden, wenn das Ding jetzt explodiert wäre. Aber Geowatt sieht schon sehr geil aus, finde ich. So, ein Geowurf sollte dann regeln. Oh ja, Kanto, Leute, da warten nochmal 8 Orden auf uns. Geht aber deutlich schneller als in Johto, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr jetzt so sagt, so, was, noch mehr Orden? Ihr seid ja verrückt in der Bärne da.
Ja, das ist nicht ganz so wild, wie es sich anhört. Pass mal auf, er will auch wieder in Kanto ein paar Berge besteigen. If you know what I mean. So, wir packen Safe-Room mal nach vorne. Bin immer noch in der Hoffnung, dass Safe-Room nämlich sich entwickelt irgendwann mal. Sei denn, irgendwas ist da total verkackt worden im Programmcode. Ich hab's eigentlich so eingestellt. Ah, hier ist unser Bett, oder? Nicht? Nee, okay. Ach, guck mal, man kann da sogar rüberschauen. Das heißt, dann könnte ich jetzt ja schon sehen. Da ist kein Raum mehr. Oh. Schade. Ich frage mich halt, ob wir irgendwo uns heilen können. Das geht doch bestimmt. So, er hier wieder. Oh, hallo, ich habe meine Enkelin immer noch nicht finden, wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Okay, bla bla bla. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Okay, weil sie jemandem zur Last fallen könnte. In einem anderen Raum scheint aber jemand auf uns zu lauern. Die meisten Pajere sind Trainer. Viele warten in ihren Kabinen darauf, herausgefordert zu werden. Wo ist denn meine Kabine? Ich will schlafen. Oh, ein Doppelkampf. Ja komm, wir nehmen mal den Doppelkampf mit. Wow, jetzt muss ich ja genau bis zu den ran. Krass. Du denkst, ich bin ein Baby? Das ist gemein. Ich bin kein Baby, sag so etwas nicht zu einer Dame. Ich sag zu einer Dame, was ich will. Du Hure, du. Aus welchem Film war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oh yeah, okay. Wir haben Boden-Pokémon. Das ist natürlich blöde, dass jetzt Sean damit reinspielt. Und wir haben Normal-Pokémon. Ich würde ja Teddy Ursa einfach gerne mal einen Kreuzhieb verpassen. Da muss ich die Ampelleuchte gegen Funfy einsetzen. Ich denke, Funfy wird nicht sterben dadurch. Aber Teddy Ursa sollte eigentlich sterben. Und Funfy könnte ein Erdbeben machen, das würde alle treffen. Ja, er hat's überlebt, habe ich mir gedacht. So, Safe mit einem Kreuzhieb gegen einen Normal-Pokémon, das ist natürlich dann doppelter Schaden. Das sollte hinhauen. Ja, Teddy Ursa besiegt. Und dann wollen wir mal gucken, was Funfy macht. Ich denke, er geht auf Sean wegen Boden. Scham. Ach nee, okay. Aber damit trifft er nur einen. Und er trifft den Sean. Das ist nicht so wild. Safe kann Geowurf machen auf Funfy und du machst eine Ampelleuchte auf ihn. Okay, die geht sogar vor. So, mal schauen, wie viele EP der Bengel gibt hier. Könnte sein, dass Safe jetzt ein Level abkriegt. Ja, könnte wirklich sein, oder? Komm. Oh, wir haben verloren. Oh, wir haben verloren, meine ich natürlich. So, 1200. Kein Level up für Safer. So, will der Vater hier auch kämpfen? Jo. Der hat sogar nur Rucksack da liegen. Obacht! Hier komme ich! Das hat aber lange gedauert. Ich dachte schon, jetzt schmiert es wieder ab oder so. Das Kind habe ich aber nicht gesehen. Der Poke-Fan Wolfram. Ein Eis-Pokémon. Auch das ist natürlich jetzt... Na okay, es ist Eisflug. Ja, komm, wieder ein Kreuzhieb. Geschenk. Die einzige Attacke, die Botogel lernen kann. Ich weiß gar nicht, warum man sich das fangen sollte. Naja. Der Kreuzhieb hat geregelt, war sogar ein Volltreffer, Leute. Und komm, das sollte jetzt auch genug Erfahrungspoints geben. Yo, Level 47. Wird er jetzt entwickeln? Oder auf 48 oder 49? Ich weiß es nicht. Wolfram besiegt. Claudia gewinnt Geld. Immer noch nicht. Also entweder habe ich irgendwas verkackt bei der Programmierung oder ich habe ein noch höheres Level. Das kann doch gar nicht sein. So ein hohes Level, wieso sollte ich das machen? Ich kann hier nirgends schlafen, leider. Kann man sich nicht irgendwo ausruhen? Hier liegt einer in seinem Bettchen. Aufwachen! Was? Nein, nein, ich bin nicht einge... Und wieder ist er weg. Ich wollte kämpfen. Aber der will scheinbar nicht. Der will auch nicht kämpfen. Kann er mir aber sagen, wo meine Kabine ist? Ah, das ist deine Kabine. Wenn du blablabla machen, Nickerchen, und es wird geheilt. Ja, Safe ist schon ein bisschen verletzt, aber ich glaube, die hier oben, die machen wir noch. Sind da welche? Oh ja, so ein, das ist ein Feuermensch, glaube ich, ne? So ein Pyrotechniker. Ich gehe nach Kanto, um meinen Feuerspuckenkünste vorzuführen. Okay, das solltest du auf dem Boot vielleicht nicht machen, Feuerspucker Willi. Wim, meine ich natürlich. Ah, ein Gift-Pokémon, shit. Gegen Gift ist Boden gut, den haben wir aber nicht dabei. Dann nehmen wir mal Foxy, damit Foxy ein bisschen leveln kann. Yay! Meine Pokémon sind ja eigentlich schon ganz gut vom Level her. Oh, der Gyroball. Ist nicht sehr effektiv, okay. Psycho ist gegen Gift effektiv. Komm schon, Sondersensor, zeig, was du kannst. Ich hoffe, dass Foxy noch irgendwann mal einen Stein bekommt.
damit sie sich entwickeln kann. Sehr effektive Attacke gegen Smogon. Und das bedeutet Erfahrungspoints für Safer und für Foxy. Yay. Oh, Foxy kriegt auch bald Level Up. Dann lasse ich sie mal drin. Dann kann sie sich die ganzen EPs geiern. Dann sollte sie 46 werden, hoffe ich. So, nochmal ein Sondersensor hier. Und bitte wieder ein One-Hit. Yes, yes, ja. Nice. Schönes Ding, Foxy. Bin stolz auf dich. Das werde ich im Team haben. Das war eine gute Entscheidung, Steffi. 46. Und als nächstes kommt Flamara. Ja, dann wollen wir das Pokémon wechseln. Flamara wäre natürlich was für Ira. Die kann ja Surfer. Aber dann kriegt Safer die Erfahrungspunkte nicht. Ich weiß nicht, was ich da mit Safer gemacht habe. Mann, Leute, ey. Feuerspucker, Wim. Der gute alte Surfer. Ja, Ruckzuckhieb. Damit er auch nochmal angreifen kann, oder was? Jetzt kommt nämlich Ira mit dem Surfer. Also sollte... Ich weiß es nicht genau, ob es ein One-Hit wird. Ira ist ja kein Wasser-Pokémon. Nee, okay. Dann sollte ein Drachenpuls, hoffe ich mal, ausreichend sein. Ira ist noch nicht ganz so stark, wie ich sie mir erhofft hätte. Aber ich denke mal, das wird noch kommen, wenn sie erstmal zu Dragoran sich weiterentwickelt. So momentan, ja. Ich meine, sie ist ja nicht schlecht, ne? Das darf man jetzt auf jeden Fall nicht sagen. Aber so richtig Hashtag pornös würde ich noch nicht zu ihr sagen, ehrlich gesagt. So, wir gehen hier unten rein. Und dann legen wir uns mal hin eine Runde. Was jetzt? Ein weiches Bett, Schlafenszeit! Okay, ich glaube, jetzt legt denn auch das Boot an, ne? War das nicht so? Ich glaube, man muss immer einmal schlafen mindestens, damit das Boot anlegt. Ich weiß, es geht nach oben noch weiter. Achso, hier ist nur noch ein Dingens. Bin schon am überlegen, wo ich Steffi halt am besten rauslasse, aber ich habe ja noch 8 Minuten, ganz ehrlich. Vielleicht schaffe ich ja die MS Aqua fertig zu machen. Aber hier sind noch ein paar Kajüten, was? Moin! Du Landrotte! Hey du! Ja, dich meine ich. Könntest du mal nach meinem Kollegen suchen? Er ist abgehauen und faulenzt irgendwo, dieser Müßiggänger. Ich würde ihn ja selber suchen, aber ich kann ja nicht weg. Okay, ich weiß ja, wo der ist. Der hat ja da oben geschlafen, der Typ. Und das hier ist wieder ein Seemann. Der hat ein paar Kampf-Pokémon vielleicht. Und Tentacher oder so haben die auch oft. In den Arbeitspausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn ich nicht gerade faulenze oder mir den Magen vollstopfe oder am Fetten bin, aber sag das bitte keinem. Alles klar, Ole. Oh nee, ich muss ja nochmal reden. Alles klar, Ole. Werde ich niemandem erzählen. Danke, Grants. Ich meine natürlich Claudia. So, Makuhita. Makuhita hat halt echt Lebenspunkte, wa? Die Foxy hat einen Sondersensor. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Nahkampf. Oh, es ist eine verdammt starke Kampfattacke. Aber ist natürlich für Foxy kein Problem. Und jetzt sinkt auch noch die Spezialverteidigung. Er könnte der Sondersensor jetzt vielleicht sogar regeln. Trifft auf jeden Fall doppelt. Oh, die arme Foxy. Jetzt frage ich mich nur, wo lasse ich Steffi am besten raus? Vielleicht heile ich vorher und, obwohl, ja, erstmal abwarten, ob überhaupt wir hier sie noch hier draus lassen oder nicht. Radikal. Oh ja, da wechseln wir auf jeden Fall wieder zu Seifo, der mit dem Kreuzhieb Radikal da besiegen kann. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Radikal dabei hat. So ein Normal-Pokémon einfach nur. Der hat wahrscheinlich irgendwann mal hier an Bord eine Ratte gefangen und jetzt hat er sie dann trainiert, bis sie Radikal wurde. So, Kreuzhieb. Dürfte regeln. Sehr schön. Gibt aber leider nicht so viel Erfahrung, glaube ich, ne? Ah doch, 993, ja warum nicht, ne? Ole besiegt. Sieg oder Niederlage, meine Pause ist vorüber. Ja, Ole, war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Irmgard! Guten Tag, Claudia! Irmgard am Apparat, wie geht's? Mein Mann hat einige Nuggets. Wenn du möchtest, gebe ich dir eins dafür, dass du mir geholfen hast. Ich bin hier, Nationalpark. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Oh, nice. Nugget will die mir spendieren. Kann man mal machen. Hey du, ja, dich meine ich. Könntest du meinen Kollegen so und er sagt, ach so, shit. Dann darf ich hier noch nicht rein, wenn ich den noch nicht gefunden habe. Ja, ich weiß doch, wo der ist. Der schläft doch. Ist das nicht der? Oh, hier ist wieder so ein Pyrotechniker. Oder was ist das hier für ein Superheld? Uah, ich bin seekrank. Was ist denn das für einer jetzt?
Ein Jongleur. Okay, Pantimos. Oh, scheiße, Psycho. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Pokémon. Da. Ich würde ja Foxy nehmen, aber... Aber Foxy ist fast down, weil Foxy hat eine Unlichtattacke. Dann werden wir Ira einsetzen müssen, Leute. Oh yeah, Psychokinese. Warum habe ich damit nur gerechnet? Sorry, meine Stimme ist jetzt ein bisschen im Arsch, weil ich die ganze Zeit diese Stimmen so imitiert habe. Nein, die Attacke ging daneben. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich den Drachenstoß überhaupt habe. Weil er doch nicht hundertprozentige Trefferchance hat. Es hat einen einfachen Grund, weil wenn er trifft, hat er auch noch eine 30-prozentige Chance, dass der andere nicht angreifen kann. Ja, toll. Oh nein, doch kein Delegator jetzt, ey. Der Delegator, dann mache ich den Drachenpuls. Drachenpuls trifft halt immer, aber die andere Drachenattacke trifft nicht immer, aber dafür kann der andere dann zurückschrecken. Ist halt eigentlich auch nicht schlecht. Okay, der Delegator ist kaputt, der macht eine Zugabe. Ja, okay, ist nicht schlimm, dann greifen wir jetzt halt damit an. Zugabe, los, Ira, Ira. Pantimos feuert Ira voll an, so. Los, Ira, komm, gib's mir nochmal. Okay, habe ich gemacht, du bist tot. Sorry. Alles klar. Safe World hat Erfahrung und Ira erhält auch Erfahrung. Und als nächstes kommt Magma. Magma. Ach komm, wir bleiben hier mit dem Surfer. Könnten wir vielleicht regeln. Magma ist irgendwie auch ein cooles Viech eigentlich. Vor allem, weil er sich jetzt ja zum Magbrand entwickeln kann. Ist eigentlich ganz geil. Aber ich finde Illewoltek, glaube ich, cooler. Ich weiß nicht. Magbrand sieht irgendwie schon so... Ja, sieht auch schon krass aus, doch. Doch. Eigentlich schon. Und nochmal der Drachenpuls. Wie lange hält die Zugabe denn? Der muss mich ja richtig angefeuert haben, wenn ich jetzt so oft die Sachen wiederhole. So, Maschok. Ich probiere mal, wenn wir jetzt Foxy nämlich einwechseln. Wir könnten schneller sein als Maschok. Und könnten dann vielleicht mit dem Sondersensor wieder ein bisschen Stress machen. So, Maschok. Ja, wir sind schneller. Nice. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass er Konter oder so eine Kacke einsetzt. Ich hoffe einfach mal, dass er besiegt wird. Und nein, wird er nicht. Vergeltung, das ist jetzt böse. Ja, dann kann unser Maschok aber vielleicht, also Seifo, sich vielleicht einfach die Erfahrungspunkte abgeiern. Ich weiß jetzt halt echt nicht, wie ich das mit Steffi mache. Wo ich sie am besten rauslasse. Ich lasse sie mal bei dem Typen raus, der da schläft. Ich hoffe, dass das der Richtige war. Ich weiß ja nicht, ob es hier links gleich noch weitergeht. Wir können auch nochmal schauen, ob es hier links weitergeht. Ich will halt nicht, dass Steffi irgendwie zu aufgeschmissen ist und nochmal alle Kabinen durchsuchen muss oder so. Das würde mich echt ärgern. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Das ist aber nicht meine Schuld, oder? So, da links geht's nicht weiter. Wir gehen mal hier hoch. Heilen uns. Und dann gebe ich ab ins Büro. Also, an Steffi, meine ich. So, wir legen uns mal hier hin. Schnell heilen. Und dann gehe ich zu dem einen Typen, der da am Pennen ist. In der Hoffnung, dass es halt der Faulpelz ist, von dem er redet. Aber ganz ehrlich, das ist ja... Das war, glaube ich, der Einzige, der hier... Genau, er hier. So, pass auf, Leute. Den sprechen wir an. Und dann geben wir ab zu Steffi. Okay. So, hier lasse ich Steffi raus, Leute. Und sie wird es euch dann beim nächsten Mal vorlesen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt hier beim Soul Silver Exchange. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt geht's nach Kanto, Leute. Da kann man auch gerne mal den Daumen nach oben kloppen. Morgen schaut ihr wieder bei Steffi vorbei, übermorgen bei Goro. Und wir sehen uns in 3 Tagen wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.